Geht doch, jetzt sollte der Kran laufen. Jetzt der Schlüsselmeister hier, was? Los, schnell! Okay. Es sind zu viele von ihnen. Komm schon, wir müssen hier raus. Okay, das Monster. Geht's dir gut? Ja. Na, das war der wirklich weite Umweg. Das ist sie. Meine Kleine. Hat es geklappt, Moira? Nein. Das Scheißteil muss kaputt sein. Okay, dann lass uns zur Wasser gehen. Scheiß Technik. Das kannst du laut sagen. Das wurde vor 6 Monaten aufgenommen. Mensch, Moira.
Meine Tochter heißt... Moira? Ja. Warum? Hey, Kleine. Geht's dir gut? Moira. Sie ist tot. Was? Nächstes Mal bei Revelations 2. Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Du musst mich dahin bringen. Schaffst du das? Aber wir wurden mit etwas infiziert. Ich komme später nach! Ist das der Ort? Die Wassis? Hab keine Angst. Endlich bist du gekommen. Ich wusste, dass du kommst. Wir sind runter von der Verkehrsdecke! Bis hier bei Revelations 2. Claire Renly, Sie kommen mit uns. Wohin wurde ich gebracht? So viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Wer sind Sie? Ich bin die Aufseherin. Bitte, schicken Sie Hilfe. Ich bin hier, Kleine. Bitte sei am Leben. Ich habe keine Eltern. Da drüben. Woher weißt du das? Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Hier ist da draußen überhaupt jemand. Deine Tochter heißt Moira? Ja. Sie ist tot. Was?
Simba! Ist mein Leben geil! Genau wie Kichicho, Mann! Hammermäßig! Geht ohne mich weiter! Ich komm später nach! Du hast ihn gehört, Gabe! Los! Weiß bloß nicht ins Dorf, Fischer! Hey, Fernandes! Sieh mal! Ist das der Ort? Die Wassis? Was auch immer? Jo. Wo das Leben beginnt. Ist das Thompsons? Ja. Ich werde es mir näher anschauen. Oh, Kacke! Geh! Shh. Steh auf. Oh Gott, du schuldest mir neue Unterhosen. Komm rein. Die neue ist auch okay. Ich wusste, dass ihr es wart. Musikwünsche? Wir sind mitten im Wald aufgewacht. Und ihr? So eine Art runtergekommenes Gefängnis. Gabe, Gina ist tot. Na, scheiße! Thompson ist auch tot. Ja, aber ich habe seinen Arm reif. Eddie hätte gewollt, dass ich rausfinde, wie er funktioniert. Du hast echt seine Hand abgehackt? Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Komm, sehen wir uns im Gebäude um. Aufseherin. Was wollen Sie? Ich muss euch das Labyrinth scheuchen und sehen, wer wieder herauskommt und wer nicht. Das Labyrinth ist in diesem Fall ein besonderes Virus, das ich jedem von euch injiziert habe. Ein was? Sie haben was? Ich bin keine Laborratte. Das kann sie sich in ihren aufsehenden Arsch schicken. Aber wir wurden mit etwas infiziert. Oh sie Mann! Sie hat eine Nadel in mich gesteckt? Denk einfach nicht drüber nach. Rätsel, begleite mich mal. Komm! Ich muss dir da drüben was zeigen. Mann, ich hoffe, Fischer geht's gut. Neil? Neil war bei euch? Ja. Wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Glaubst du, du kannst den fliegen?
wenn er repariert ist. Aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Und wir finden genau, was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung, ja. Hilf mir suchen. Brauche Hilfe. Brauche Hilfe. Brauche Hilfe. Wir sind nicht allein hier draußen. Das Licht brennt in dem einen Haus.
Batterie. Spüren wir etwas Treibstoff auf. Pedro! Erschreck mich nicht so, Claire! Schau mal, was ich gefunden habe. Wenn ihr brüchige Wände findet, könnt ihr sie bestimmt durchbohren. Guck nach, ob drin was Brauchbares ist. Glaubst du, Pedro kommt mit seinem Bohrer dadurch? Finden wir es einfach raus.
Wir könnten dein Bohrer jetzt gebrauchen. Bereit für ein paar Abrissarbeiten? No problema. Zeig mir nur, wo es lang geht. Bin ich hier richtig? Okay, haltet Abstand. Okay, wir sind drin. Danke dir. Bringen wir es zu Gabe. Claire, ich hab's. Ich konnte die Armreifübertragung zurückverfolgen. Sie kommen vom Norden. Wahrscheinlich von einer Anhöhe aus, denn ich kriege volle Signalstärke. Ja, keine Störungen. Gut gemacht, Pedro. Ihr Aufenthaltsort ist vielleicht der Schlüssel hier raus.
sollte alles sein, was du brauchst. Gute Arbeit, Redfield. Nicht, dass ich erstaunt wäre. Jetzt sind meine Künste gefragt. Schmierige, heli-reparierende Voodoo-Künste. Ach, du heilige Scheiße. Die Aufseherin. Sie lockt die Kreaturen genau zu uns. Das ist nicht fair. Was machen wir nun? Ich versuche den Heli schneller zu reparieren. Jemand muss die verdammte Sirene ausschalten.